Servus, hier ist wieder euer Stefan. Und wenn ihr euch wundert, warum gerade alle Leute mit einem Beil rumlaufen, es liegt daran, dass das Beil verbuggt ist. Es gibt nämlich die Möglichkeit, den Schaden ungefähr zu verdreifachen. Und zwar müsst ihr dafür gar nicht viel tun, sondern einfach nur einen bestimmten passiven Punkt leveln. Ich zeig's euch mal. Der normale Schaden sind 89 pro Schlag. Wenn ihr aber den bestimmten Skill hier levelt, bekommt ihr für jeden Gegner im Umkreis von 5 Meter 10% mehr Schaden. Das sollte aber eigentlich verschwinden, wenn der Gegner tot ist. Aber das tut's nicht. Das heißt, für jeden Gegner, zu dem ihr hinlauft, macht ihr immer wieder 10% mehr Schaden. Und das stackt so weit, bis du 300% Schaden machst. Im Hintergrund könnt ihr sehen, wie nach und nach der Schaden von den leichten Attacken immer mehr ansteigt. Zur Erinnerung, am Anfang hatten wir 89 Schaden pro Schlag. Im weiteren Verlauf des Videos sind wir dann bei über 200 Schaden pro Schlag. Also definitiv viel, viel, viel mehr, als es eigentlich sein sollte. Damit ist das Beil im Moment die absolute OP-Waffe. Und ich hoffe, das Ganze wird wirklich sehr schnell gefixt, denn im Moment läuft jeder mit einem Beil rum, weil dieser Schaden einfach nicht zu toppen ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob jetzt quasi jeder Beilspieler ein Bug-User ist und reported werden sollte. Oder ob man eigentlich überhaupt nichts dafür kann, gerade wenn man sowieso Beil-Main ist. Weil wir können ja auch nichts dafür, dass Amazon das verkackt hat. Ich bin gespannt, wie eure Meinungen so sind. So, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Spielen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.